Unfassbar, aber es gibt ein Land, wo vieles ganz anders läuft, aussieht oder schmeckt als bei uns. Meist interessanter, oft lustiger und manchmal auch ein bisschen besser. Wüste Knochenbrecher und amoklaufende Dienstmädchen treffen auf flinke Finger und starre Blicke. Richtig, wir befinden uns hier in einem Tempel der sensiblen und vielseitigen Freizeitgestaltung. Und zwar nicht nur für Freunde des gepflegten Ballerspiels, sondern auch für alle, die was für Plüschtiere und Schmuseteddys übrig haben. Immer wieder schön, diese typisch japanische Symbiose von Hochtechnologie und Rummelplatz. Denn genau wie an der altmodischen Kirmesbude kann, wer über das nötige feinmotorische Geschick verfügt, die gestreiften Knuddelwesen mit dem Greifbagger in seinen Besitz bringen. Na also. Spiel, Spaß und elektronische Kleingeräte, Manga, Mode und seltene Adapter. Was es hier nicht gibt aus den Bereichen Elektronik, Software und Zeichentrick, das wurde noch nicht erfunden, kann aber nicht mehr lange dauern. Wenn einer bei uns nur Comics liest, Roboter liebt und sich gern verkleidet, dann wird er oft ausgelacht und ist viel allein. In Japan aber sind solche Leute Kulturgut und Wirtschaftsfaktor. Und haben in Tokio ihren eigenen Stadtteil. Akihabara heißt das weltgrößte Freigehege für Manga, Cosplay und Anime-Fans. Für Zeichentrick-Fanatiker, Computerfreaks, Tüftler und Verkleidungskünstler. Es ist ein einzigartiges Biotop, in dem sich die Wirklichkeit und das Virtuelle zwischen heute und morgen auf Augenhöhe begegnen. Akihabara ist auch einer der wenigen Orte auf der Welt, an dem es gar kein Aufsehen erregt, wenn an der Kreuzung plötzlich zwei Außerirdische und ein Schwarm von blauen Dienstmädchen mit Hauben und Cocktailschürzen auftauchen. Dergleichen gehört nämlich zur Grundausstattung in der Welt der Manga, der japanischen Comics, einem Paralleluniversum der Mädchen in Fantasie oder in Schuluniform mit blauen Haaren und großen Kulleraugen. Diese Welt wird seit einiger Zeit vor allem von den Maids beherrscht, diesen adrett beschürzten Dienstmädchen eben, fröhlich, freundlich und devot, die hier irgendwo zu wachsen scheinen. Auf Plakaten, an Hauswänden, auf den Reklameschildern der Boutiquen und der Spielsalons, auf deren Fenstern und Türen überall kichern, gackern und seufzen diese Maids. Und viele sind auch unterwegs in der Menschenwelt und verteilen Einladungen in sogenannte Maid-Cafés. Da werden wir später noch einkehren. Zuerst aber folgen wir dieser Maid. Sie heißt Shiori und ist Fremdenführerin und steuert gerade eine der eher unscheinbaren Attraktionen in Akihabara an. Es handelt sich, was Wunder, um einen Automaten. Vor 15 Jahren, erzählt sie, also damals, als Windows 95 rauskam, da gab es hier nur Computerläden und kein einziges Restaurant und deshalb wurde dieser Automat hier aufgestellt. Da gibt es für 300 Yen, also 2,50 Euro, Nudelsuppe, Eintopf und auch Hühnergrillspießchen in Dosen. Dies hier ist gedünstete Cognac-Wurzel, sehr gesund. Cognac. Manchmal, sagt Shiori stolz, gibt's lange Schlangen vor dem Automaten.
Sonderangebote, Niedrigpreise, hunderte Elektroshops im Bieterwettstreit, Megastores oder Bauchläden. Das Sortiment reicht von obskuren Steckfeldern und exotischen Kabeln bis zu Schaltkreisen, Minimotoren und Batterien, dazu die weltweit wohl größte Dichte von Taschenrechnern. Hier ist das Reich der Schwachstromtüftler und Niedervoltgenies, eines ganz eigenen Menschenschlages, dem Japan-Forscher als Otaku bekannt. Das sind hochbegabte und oft höchst sonderbare Sonderlinge, lichtscheu, kontaktarm und versunken in der Parallelwelt ihrer Roboter, wo sie Beachtliches vollbringen. Wenn sie mal ihre abgedunkelten Wohnungen verlassen, dann nur, um die Werkbank im Robotershop von Frau Hikima zu nutzen oder den neuesten zweipoligen Differentialunterbrecher zu besorgen. Die Evolution der Roboter, sagt Frau Hikima, ist eng verbunden mit der Geschichte der Manga und des Anime. Mit der Comicserie Astro Boy und Tetsujin 28 hat vor über 50 Jahren alles angefangen. Diese Geschichten haben eine ganze Generation begeistert und viele, die schon als Kinder von Robotern träumten, haben heute die Zeit, das Geld und das technische Wissen, selbst solche Maschinen zu konstruieren. So reichen sich Hobby und Hochtechnologie, Zeichentrick und Elektrik die Hand. Und am Ende steht eine Zukunftsbranche, von der wir bestimmt noch hören werden. Und hier in Akihabara fing alles an, wo Shiori, die Maid mit Führungsqualitäten, vorauseilt zu einer Branche, die bereits heute boomt, nämlich die schwer zu beschreibende Industrie des, naja, des was eigentlich, des Schnickschnack, könnte man sagen. Ganze Warenhäuser sind hier vollgestopft mit allem möglichen Krimskrams. Egal was, Hauptsache irgendwie süß. Kawaii heißt der Fachbegriff. Zum Beispiel süß im Sinne von knuddelig, wie die Stoffwesen und Maskottchen, oder aber süß im Sinne von kalorienreich, so wie die Kekse, natürlich im Made-Design. Es gibt auch Kekse im Taubendesign, die sind dem japanischen Premierminister gewidmet. Tauben deshalb, weil der Premier Hatoyama heißt, zu Deutsch Taubenberg. Das kommt daher, weil sein Vorgänger, der Herr Asso, gerne Mangas las, erklärt Shiori. Nur damit ich nicht etwa denke, die ganze Anime-Bewegung sei total unpolitisch. Egal, wo sie politisch steht, jedenfalls ist sie hochgradig monsteraffin. Und auch damit ist trefflich Geld zu verdienen. Denn Modelle und Bausätze, Poster, Spiele, Mauspads und Figuren aller Art und Größe finden in den Anime-Anhängern immer eine dankbare Sammlergemeinde. Und weil jede Saison neue Kultcharaktere hervorbringt, neue Fernsehserien, Bücher und Fanartikel, ist auch das Zubehör-Business so gut wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Und zwar zuerst in Akihabara, dann in Japan und zeitversetzt in Amerika und auch bei uns. Der neueste Trend, verrät Shiori, ist die Puppenmanie. Wer ihr verfällt, bastelt sich eine Puppe als sein Ebenbild und kleidet sie für viel Geld ein. Die Strumpfhosen, sagt sie, sind genauso teuer wie die echten. Für jedes menschliche Kleidungsstück gibt es ein Gegenstück für die Puppenwelt. Und den Puppenkörper kann man sich, wie bei Familie Frankenstein, auch selbst zusammenstellen. Das Schöne daran ist, sagt sie, dass man die Puppen gestalten kann, wie man will. Und weiter führt die Wanderung durch Neonsturm und Fongewitter in den ganz alltäglichen Wahnsinn einer Dämmerung in Akihabara. Ja.
Mal zu diesem, mal zu jenem Fachhändler für gehobenen Szenebedarf aus den geheimen und hochproduktiven Labors der Schnickschnack-Industrie. Wie wäre es zum Beispiel mit den völlig sinnlosen, aber lustigen USB-Sticks mit turnenden Hunden? Oder Minikameras zur Erforschung der Welt und zum Ausspähen der Nachbarn, Pieps spielen oder für den anspruchsvollen Handynutzer das Nostalgie-Set, telefonieren wie der Neandertaler. Dämlich, aber interessant, sagt Chiori, genauso wie auch die sonnenenergiebetriebene Ventilatorkappe. Und dies hier könnte der nächste Kultladen werden: Helme, Hacken, Hellebarden. Das Beste aus 2000 Jahren des bewaffneten Konflikts. Da muss kein Prophet sein, wer hier das Potenzial zum nächsten Trendhobby erkennt. Unsere Kunden sind vor allem Waffennarren und Schwertesammler, sagt die Verkäuferin, aber eben auch viele junge Mädchen, die ihre Cosplay-Ausstattung ein wenig interessanter gestalten wollen. Verlassen wir aber nun die Welt der Kreuzritter und Konquistadoren, um uns endlich der gastronomischen Besonderheit Akihabaras zuzuwenden, nämlich dem Maid-Café. Von denen gibt es hier mittlerweile fast ebenso viele wie Elektroläden, wenn auch keiner den Zusammenhang zwischen Hightech und Heckmeck so recht erklären kann. In Maid-Cafés bedienen mit Säuselstimme und devotem Lächeln die Maids. Und wegen des tollen Essens stehen die überwiegend männlichen Kunden jedenfalls nicht Schlange. Vielmehr ist es wohl so, dass die schüchternen Computer-Geeks und Otakus vor lauter Schaltkreismathematik das Flirten vernachlässigen. Und da können Sie hier wenigstens mal erleben, wie das ist, wenn ein Mädchen mit netter Stimme freundlich zu Ihnen spricht. So jedenfalls erklärt das Führungsmaid Chiori, die ihre Akihabara-Tour im Café Gebrochenes Herz ausklingen lässt und selbst auch ein bisschen mit den Unbeholfenen schäkert. Denn, sagt sie, für viele Maids ist die Verkleidung ein Schutz, denn sie sind ebenfalls im Grunde ihres Herzens sehr schüchtern und unsicher. Aber nicht zu schüchtern, um dem Publikum gehörig mit J-Pop einzuheizen. Es ist ein Liebeslied, natürlich. Denn im Grunde geht es doch auch in der futuristischen Welt von Akihabara. Unter Rechnern und Robotern, bei Monstern, Maids und Mangas. Am Ende doch nur um ganz, ganz altmodische Gefühle. お買い得なドット、さすがやいすさん、残り台数、もうちょっと余裕もございますよね。